So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unserer Online-Seminarreihe zum Thema Klimalügen. In den nächsten 60 Minuten geht es darum, wie Rechtspopulistinnen und Verschwörungsgruppen Klimalügen in der deutschen Debatte nutzen und die Auswirkungen davon auf Klimaaktivistinnen und PolitikerInnen. Heute mit dabei sind Clara Duvigneau, Klimagerechtigkeitsaktivistin von Fridays for Future, Alexandra Gese, Europaabgeordnete und Vizepräsidentin der Fraktion Die Grünen EVA in Brüssel und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Mein Name ist Zora Siebert und ich leite das Programm für EU-Demokratie und Digitalpolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel und ich moderiere heute durch diese Veranstaltung. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist die grüne politische Stiftung und wir engagieren uns weltweit für Ökologie, Demokratie, Menschenrechte und Geschlechtergerechtigkeit. Geplant wurde diese Online-Seminarreihe gemeinsam mit meinen tollen KollegInnen Katharina Klappeck und Veran Meyer in Berlin. Und für euch zur Info, diese Veranstaltung wird aufgenommen und ist dann im Anschluss auf YouTube verfügbar. Es gibt auch eine Übersetzung ins Englische. Dazu einfach unten am Bildschirmrand auf den kleinen Globus drücken und den englischen Kanal auswählen. Für taube und höreingeschränkte Menschen gibt es auch Untertitel in Zoom. Eure Fragen könnt ihr gerne über das Q&A-Tool hier in Zoom stellen. Und jetzt noch kurz zum Ablauf. Also wir starten aus gegebenem Anlass mit Clara Duvigneau, die gerade in Dubai auf der UN-Klimakonferenz ist. Und sie wird uns darüber berichten, was Desinformation gegen Klimaaktivisten mit ihr macht und uns auch einen kleinen Einblick über die Desinformation rund um das Klima auf der COP geben. Eure Fragen an Clara könnt ihr auch gerne direkt nach ihrem Statement stellen, also gerne jetzt schon überlegen, was ihr sie fragen wollt, weil sie dann schnell zurück zu den Diskussionen auf der UN-Klimakonferenz muss. Danach hören wir von Alexandra Gese, die uns verdeutlichen wird, warum es gerade jetzt wichtig ist, gegen Klimalügen vorzugehen. Und Alexandra wird auch darauf eingehen, was wir in unserer ersten Session am 20. November besprochen haben. Unser dritter Gast ist Katharina Schulze, die von ihren Erfahrungen aus Bayern und dem letzten Wahlkampf dort berichten wird. Und im Anschluss haben wir die restliche Zeit für eure Fragen reserviert. Also gerne viel Fragen. So, nun zu Clara. Clara Duvigneau ist 21 Jahre alt, Klimaaktivistin aus Berlin und Sprecherin für Fridays for Future Deutschland. Sie studiert Ökologie und Umweltplanung an der Technischen Universität Berlin und setzt sich mit Fridays for Future für eine 1,5-Grad-konforme Klimapolitik ein. Gemeinsam mit sechs weiteren Aktivistinnen ist sie Teil der Fridays for Future Delegation Deutschland auf der diesjährigen COP in Dubai. Und damit gebe ich an dich weiter, liebe Clara. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin gerade in einem der riesigen Konferenzräume auf der Klimakonferenz in Dubai und hier ist die Lage unglaublich dynamisch. Es passiert wahnsinnig viel. Die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass gestern Abend ein Entwurf veröffentlicht wurde, der super katastrophal ist, der weit, weit weg ist von dem, was wir eigentlich bräuchten, um den Realitäten der Klimakrise zu begegnen. Und ich würde genau da so ein bisschen anfangen und einsetzen. Weil wenn man sich anschaut, wenn man zurückblickt, wie Fridays for Future entstanden ist, dann war am Anfang dieser Satz, Listen to the Science, also hört auf die Wissenschaft, extrem wichtig für unsere Bewegung. Es wurden die Scientists for Future, also die WissenschaftlerInnen for Future, gegründet, eine Untergruppe der Fridays for Future oder ein Teil dieses For Future-Bündnisses, die eben bestätigt haben, dass das, was wir als junge Menschen, als SchülerInnen gesagt haben, unglaublich relevant und wichtig ist. Denn zu dem Zeitpunkt, als es bei uns losging, war es völlig normal, dass Menschen in Talkshows saßen, rechte PolitikerInnen irgendwie groß rumgebrüllt haben, dass die Klimakrise nicht ernst zu nehmen sei, dass das alles gar nicht so schlimm ist und dass wir uns nicht so in Hysterie verlieren sollten. Und mittlerweile, nach 5 Jahren Fridays for Future, am Freitag tatsächlich am 15. zelebrieren wir 5 Jahre Fridays for Future. Das ist total absurd. Wir es geschafft haben, die Narrative in Deutschland so zu verschieben, dass Klimaleugnen richtig uncool geworden ist. Also Menschen können sich nicht mehr so richtig leisten, die Klimakrise zu leugnen,
weil einfach völlig klar ist mittlerweile, der Stand der Wissenschaft sagt etwas komplett anderes. Eben, oder nicht ganz weit weg davon, aber sehr viel weiter weg davon, dass es sehr normal ist, sich hinzustellen und zu sagen, die Klimakrise gibt es nicht. Das neue Klimaleugnen sieht allerdings anders aus. Es gibt es immer noch in veränderter Form, nämlich die Umsetzung und die Dringlichkeit der Klimakrise zu leugnen. Dass wirklich Dinge passieren müssen, dass wir wirklich richtig loslegen müssen, dass die Emissionen 2025 peaken müssen, das heißt ihren Höhepunkt erreichen müssen, damit wir irgendwie schaffen, dass uns diese Welt ja ganz umgangssprachlich nicht die Ohren fliegt. Denn es steht unglaublich viel auf dem Spiel. Wir wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, in einer 2 oder 3 Grad heißen Welt zu leben. Wir haben Prognosen, wir haben Einschätzungen, aber wir sehen eben auch, dass mit der bereits bestehenden Erhitzung teilweise auch Erkenntnisse und wissenschaftliche Einschätzungen, die es vorher gab, sich nicht unbedingt bestätigt haben oder teilweise schlimmer waren als das, was WissenschaftlerInnen vorher postuliert haben. Und das Schlimme ist, dass wir nach mittlerweile über 30 Jahren Klimakonferenzen immer noch darüber streiten müssen, ob wir aus fossilen Energieträgern aussteigen, obwohl völlig klar und eindeutig ist, dass der IPCC-Bericht sagt, dass wir ganz, ganz dringend aus fossilen Energieträgern aussteigen müssen und dass es eben der einzige Weg ist, um wirklich die Klimakrise aufzuhalten und abzumindern. Genau, und was, also ich glaube, für uns immer wieder eine große Herausforderung ist, und ich bin mir sicher, für viele von euch auch, ist diese neue Gestalt der Desinformationskampagnen innerhalb der Klimakrise. Ne? Also wenn wir nicht mehr Menschen haben, die sich uns gegenüber hinstellen und sagen, die Klimakrise gibt es nicht, sondern die sagen, ja, aber wir müssen technologieoffen sein und man kann doch irgendwie Carbon Capture betreiben und das alles irgendwie wieder in den Boden einführen und so. Nette Ideen, die aber absolut nicht umsetzungsfähig sind auf der Skala, auf der wir sie bräuchten, die teilweise Gefahren mit sich bringen, die Vertreibung von Menschen in indigenen Lebensräumen mit sich bringen, die Zerstörung von Natur und Umwelt mit sich bringen, und eben dazu verleiten, dass man in so ein fossiles Weiter so rutscht. Und die Menschen müssen im Moment ganz viel ändern, müssen sich ganz viel Veränderung zutrauen. Und mit diesen Scheinlösungen und mit diesen, ja, auch Desinformationskampagnen, dass das funktionieren kann, schlittern wir eben in so einen Zustand oder befinden uns eigentlich schon in so einem Zustand, in dem es angezweifelt wird, ob man wirklich aus fossilen Energieträgern aussteigen muss. Das sehen wir hier ganz konkret auf der Klimakonferenz. Ne? Wir haben über 2400 fossile LobbyistInnen hier vor Ort. Man muss diese Zahl natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil dieses Jahr das Lobbyregister sehr viel genauer geführt wurde als jetzt in den letzten Jahren. Aber es ist trotzdem eine enorm große Zahl, und auch um ein Vielfaches höher als im letzten Jahr. Und ich glaube, das zeigt sehr gut symbolisch, dass die fossile Lobbys langsam mit der Angst zu tun bekommt. Es gab auch diesen Brief der sogenannten OPEC-Staaten, das sind die ölexportierenden Staaten, die sich ganz klar dazu positioniert haben und ihre eigenen Mitgliedstaaten aufgerufen haben, sich gegen den Ausstieg aus fossilen Energien hier zu positionieren. Das sind Entwicklungen, die so ein bisschen widerspiegeln, okay, die Weltgemeinschaft, da gibt es ein großes Interesse eigentlich, aus fossilen Energien auszusteigen. So insgesamt die Stimmung ist hier schon sehr greifbar. Und auf der Klimakonferenz gab es, also generell auf Klimakonferenzen gab es noch nie einen Moment, der so nah dran war, wirklich aus fossilen Energieträgern auszusteigen. Und es ist ein Kämpfen und ein Ringen der fossilen Industrie gegen, ja, quasi eigentlich alle anderen. Die fossile Industrie hat eben auch massiv ihre Finger im Spiel, wenn es um Desinformationskampagnen geht. Es waren die Ölkonzerne, die als allererstes von der 1,5-Grad-Grenze wussten, von dem 1,5-Grad-Limit. Es waren die Ölkonzerne, die super gute WissenschaftlerInnen hatten, die Warnungen ausgesprochen haben an die
Menschen, die diese Studien in Auftrag gegeben haben und eben aber massivst davon profitieren, wenn weiterhin Kohle, Öl und Gas verkauft werden, genutzt werden, exportiert werden. Und statt die Weltgemeinschaft zu warnen, zu einem Zeitpunkt, wo noch ganz viel Zeit war, wo man ganz entspannt Wirtschaftssysteme langsam hätte umbauen können, wo man Infrastruktur hätte anpassen können, wurden Desinformationskampagnen gefahren. Es wurde der sogenannte Carbon Footprint eingeführt. Das kennen vielleicht viele aus der Schule. Als ich in der siebten, achten Klasse war, haben wir uns im Geografieunterricht hingesetzt mit unserer Lehrerin damals und sollten unseren persönlichen Carbon Footprint bestimmen. Und dann sitzt man irgendwie in dieser Unterrichtsstunde und ist total verloren. Okay, was fange ich denn jetzt damit an? Ich bin irgendwie mitverantwortlich für die Klimakrise, aber was mache ich denn jetzt daraus? Und dann entsteht so ein Gefühl von, jedes kleine bisschen zählt. Jedes, ich fahre jetzt doch noch mal eine Runde extra Fahrrad. Ich mache jetzt irgendwie, ich gucke beim Einkaufen ganz genau hin und man fängt vielleicht auch schnell an, sich dafür selber total fertig zu machen und verliert komplett den Blick dafür, was die großen Hebel sind, die nämlich eigentlich für die Klimakrise verantwortlich sind. Es ist nämlich letztendlich natürlich ein Beitrag zur Klimakrise, wie ich mein privates Leben gestalte, aber es ist ein viel, 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 viel größerer Beitrag, wie die großen Energiegeschäfte dieser Welt verlaufen. Also wenn Kohle, Öl und Gas weiterhin gefördert und genutzt werden, dann sprechen wir über den größten Prozentsatz an Emissionen, den es überhaupt gibt und der für die Klimakrise eben ganz massiv verantwortlich ist. Und das sind so Strategien der fossilen Lobby, weswegen wir da sehr, sehr misstrauisch sind, dass da irgendwelche zugestimmte Menschen fühlen sich in ihrer Existenz bedroht im Moment. Also da sind einfach unglaublich viele finanzielle Ressourcen dahinter. Und wir sehen auch noch ganz kurz vielleicht dazu, ne, Al-Jaber hier, der COP-Präsident, hat mit einem Zitat geschockt, dass es keine Wissenschaft dahinter gäbe, dass der Ausstieg aus fossilen Energien notwendig sei, um 1,5 Grad einzuhalten. Das ist völlig, es verkennt die Realitäten der Klimakrise und es zeigt, Desinformationskampagnen werden hier ganz massiv befahren. Der Text gestern war richtig furchtbar. Wir hoffen, hoffen, hoffen alle darauf, dass der jetzt kommt, besser wird. Gleichzeitig werden damit natürlich die Standards massiv nach unten gesetzt, sodass jetzt alles, was danach kommt, als Erfolg gefeiert werden könnte. Das darf auch nicht passieren. Wir brauchen einen Ausstieg aus fossilen Energien und damit stoppe ich jetzt. So. Danke, Clara. Jetzt haben wir dein Video verloren. Moment, deine Verbindung war zwischendurch ein bisschen schlecht, aber Ja. ich wollte dich jetzt eh unterbrechen, weil wir haben schon ein paar Fragen im Chat und vielleicht willst du da gleich mal drauf eingehen. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Und zwar die erste, da geht es um erneuerbare Energien und auch um Windkraftanlagen und wie die auch an falschen Standorten natürlich auch Tierarten bedrohen können. Was habt ihr das für Fridays for Future auf dem Schirm und seid ihr euch darüber bewusst? Das wird ja auch manchmal so ein bisschen instrumentalisiert gegen Windkrafträder zum Beispiel. Also es ist eigentlich eher ein Statement, dass diese Standorte bewusst ausgesucht werden. Wie ist da eigentlich eure Position dazu? Und vielleicht können wir gleich die zweite Frage auch noch anschließen. Und zwar geht es um die Klimagesetzgebung in Deutschland. Inwieweit hast du oder habt ihr das Gefühl, dass das auch die politische, öffentliche Debatte zum Klimaschutz und das Bewusstsein der Bürgerinnen zum Klimaschutz Veränderungen betreibt? Haben wir dich noch? Ich glaube, Claras Verbindung ist leider abgebrochen. Das war natürlich jetzt genau im richtigen Moment. Okay, dann warten wir mal kurz, ob Clara sich gleich nochmal einloggen kann. Vielleicht haben wir sie gleich wieder dabei. Genau. Falls nicht, würde ich einfach schon mal charmant überleiten zu unserem nächsten Gast. Und wenn Clara wieder zurückkommt, dann machen wir dann einfach da gleich nahtlos weiter. Und zwar wollen wir weitermachen mit Alexandra Gese. Alexandra,
ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Clara ist Parlaments. wieder da. Und das haben wir Clara wieder. Dann fangen wir nochmal an. Clara, kannst du uns hören? Ja. Wir waren Ja, so gerade bei kann ich den euch wieder Fragen hören. Ich bin gerade. angekommen. Ja, ich glaube, ich mache mal mein Video aus lieber. Ist super schade, aber ich glaube, es ist besser, um eine stabilere Internetverbindung zu behalten. Ja, du bist zwischendurch ein bisschen abgebrochen, aber wir haben dich noch gehört. Also, hast du die Fragen noch gehört? Leider gar nicht. Kannst du die noch mal wiederholen? Okay, ich fasse es nochmal zusammen. Also es geht um das Beispiel Windkraftanlagen und wie das auch einige Tierarten beeinflusst und deren Lebensraum beeinträchtigt. Inwieweit hat das Fridays for Future auf dem Schirm und gibt es da bei euch auch Bewusstsein dafür in eurer Bewegung, dass diese Standorte mit Bedacht ausgesucht werden? Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr als Kritik gegen Erneuerbare gedacht, sondern dass das oft auch instrumentalisiert wird von Leuten, die gegen Erneuerbare sind. Das war eine Frage. Und die zweite Frage, da geht es um die Klimagesetzgebung in Deutschland und inwieweit das einen Einfluss auf das Bewusstsein der Bürgerinnen und die öffentliche Debatte hat. Was ist da deine Einschätzung? Zu den Vögeln und der Windkraft. Ich glaube, darüber haben sich schon unglaublich viele Menschen zerstritten. Und ich würde nicht denken, dass Fridays for Future der Ort ist, an dem das jetzt final gelöst und geklärt werden muss. Es wird total missbraucht, wie du eben gesagt hast, von Menschen, die was gegen erneuerbare Energien haben. Und ich glaube, wir müssen natürlich schauen, dass wir Menschen vor Ort in den jeweiligen Ortschaften mitnehmen und ihnen die Möglichkeit geben, zu partizipieren in den Prozessen, in den Genehmigungsverfahren. Aber es kann nicht sein, dass wir vorgeschobene Gründe oder ja, in manchen Fällen auch wirklich Kleinigkeiten dazu führen lassen, dass sich die Energiewende um Jahre verzögert. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, auf den Artenschutz zu achten, aber dann müssen wir eben auch an anderen Stellen konsequent auf ihn achten und schauen, dass wir zum Beispiel in der Landwirtschaft oder im urbanen Raum viel, viel mehr für den Artenschutz tun und das nicht als vorgeschobenen Grund sehen, um die Energiewende auszubremsen. Zu der zweiten Frage. Ich glaube, wir haben ja mit Fridays for Future so ein bisschen das Klimaschutzgesetz mit zu verantworten. Durch unsere Proteste war der Druck so hoch, dass das entstanden ist. Dann war es nicht ausreichend, dann haben wir es beklagt. Wir haben vom Bundesverfassungsgericht gewonnen, jetzt soll es wieder aufgeweicht werden. Ich glaube, viele Menschen sind auch verunsichert von dem Hin und Her, was wir in dem Kontext erleben, weil eigentlich müssen wir viel ambitionierter werden und viel ambitionierter sein. Und im aktuellen Klimaschutzgesetz sollen Jetzt hören wir dich wieder schlecht, Clara. Hier kommt leider nicht viel von dir an. eine totale Katastrophe, damit sehr viel wirkungsvoller macht. Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo, hallo? Jetzt hören Hallo? wir dich wieder, ja? Oh je, dieses WLAN ist wirklich ein bisschen schrecklich. Was habt ihr noch mitbekommen? Du meintest, dass das Klimaschutzgesetz eigentlich recht ambitioniert war und da, wo es nicht ambitioniert war, das auch geklagt wurde und dann ist es so ein bisschen weggebröckelt. Genau. Wir haben, also das Klimaschutzgesetz ist ja so ein bisschen das Fridays for Future Gesetz. Jetzt sollen da die Sektorziele wieder aufgeweicht werden. Das heißt, es soll total entkernt werden. Und ich glaube, das ist eine sehr falsche Message für die Menschen in Deutschland. Denn wir müssen richtig loslegen beim Klimaschutz. Wir müssen richtig viel anpacken. Und wir müssen es so gestalten, dass diejenigen in unserer Gesellschaft, die wenig haben, davon nicht benachteiligt werden. Das heißt, wir müssen schauen, dass die, die viel haben, vielleicht auch etwas mehr geben als die, die wenig haben. Und ich finde, im Moment ist die Gesetzgebung so, dass Klimaschutz für viele Menschen so wirkt, als würde es sie in ihrem Grundlebens
Lebenssicherheiten einschränken. Oder das wird zumindest teilweise propagiert. Und da müssen wir mit einer guten und geschickten Gesetzesgebung entgegengehen. Und das bedeutet eben auch, dass Menschen, die nicht so viel haben, nicht so viel beitragen müssen wie Menschen, die viel haben. Alles klar, das ist doch ein guter Aufruf. Kapitel. Das ist hier noch angekommen, Clara. Aber damit wir auch in unserem Zeitplan bleiben, würde ich mich jetzt erstmal ganz lieb bei dir bedanken. Danke, dass du mit dabei bist und wir hoffen, du kannst noch so lange wie es geht hier mit uns in der Veranstaltung bleiben. Und dann würde ich überleiten zu unserem nächsten Gast, Alexandra Gese. Alexandra ist Dankeschön. Danke, danke, liebe Clara. Ist seit 2019 Mitglied der europäischen Greens EVA-Fraktion im Europaparlament. Sie hat den Digital Services Act zur Regulierung von digitalen Plattformen und sozialen Netzwerken mitverhandelt. Seit 2022 ist sie auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und ihre Schwerpunkte sind Demokratie im digitalen Zeitalter, nachhaltige Digitalisierung und Geschlechtergerechtigkeit. Und sie ist Mitglied im Haushaltsausschuss und im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherinnenschutz. Liebe Alexandra, du hast das Wort. Du kannst gerne auch auf die Fragen auch noch mit eingehen, wenn du möchtest. Ja, Die ist schon sehr gut. gerne, werde ich tun, vor allen Dingen auf die zweite. Ja, vielen Dank, liebe Zora, für die freundliche Einführung und einen wunderschönen Nachmittag an alle. Die erste Frage, die du mir gestellt hattest, ja, warum ist Klima oder die Bekämpfung von Klimadesinformation gerade jetzt so besonders wichtig? Sie ist jetzt so besonders wichtig, weil wir gerade mitten in dieser Weichenstellung sind, mit der wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen könnten. Clara hat ja vorhin schon genannt, in Fridays for Future ist es eigentlich vor 5 Jahren gelungen, das Narrativ zu ändern in Deutschland, aber auch in Europa. Wir hatten das Pariser Abkommen, wir hatten 2018, 2019 diese wahnsinnig starke Fridays for Future-Bewegung, die das Bewusstsein wirklich dafür geschaffen hat, wie wichtig es ist, den Klimawandel zu bekämpfen. Wir hatten einen grünen Wahlerfolg fürs Europaparlament, der sehr entscheidend gewesen ist dafür, dass wir hier in Europa die ganz wichtige Transformation auf den Weg gebracht haben. Wir haben verschärftes Klimagesetz, also verschärfte Klimaziele hier abgestimmt, den Green Deal, also dieses ganze Maßnahmenpaket, was dafür sorgt, dass man diese Ziele tatsächlich auch erreichen kann. Wir haben die Transformation der Industrie eingeleitet. Ja, wir sprechen jetzt im Ruhrgebiet über Investitionen für klimaneutralen Stahl. Und genauso geht es wirklich durch die ganze Bank. Das ist alles hier erreicht worden. Dazu kommt, das Problem ist, die Wissenschaft sagt uns, es reicht alles noch nicht, weil die Kipppunkte schneller erreicht werden, als man das befürchtet hatte. Und jetzt genau führt Klimadesinformation und natürlich klare Interessen auch der fossilen Energielobby dazu, dass sich wichtige EntscheidungsträgerInnen jetzt wieder umorientieren. Also hier in Europa haben wir zum Beispiel die EVP, die Christdemokraten, die sagen, wir wollen eigentlich gar keine Gesetzgebung mehr, die irgendwelche Auflagen für die Industrie, die irgendwelchen Veränderungen mit sich bringen. In Deutschland haben wir diesen Diskurs, man dürfte die Menschen nicht überfordern. Und damit wird alles so praktisch auf halbem Wege gestoppt, während die Welt weiter voranschreitet. Das ist schlecht für den Klimaschutz, das ist aber übrigens auch sehr schlecht für deutsche Industrie, weil in China, in den USA, da wird mit Riesenschritten vorangegangen. Das hat Auswirkungen auf Politik sehr konkret, und zwar nicht so sehr die klassische Klimaleugnung, so es gäbe keinen menschengemachten Klimawandel, wie das Clara gerade schon erläutert hat, sondern es gibt Klimaverzögerungsdiskurse, die wir aus der internationalen Forschung kennen und die in Deutschland sehr, sehr klar und sehr deutlich und auch sehr erfolgreich angewendet werden. Und dafür würde ich gerne so ein bisschen einige Grundmuster aufzeigen und auch Beispiele dafür geben. Also das erste klassische ist not in my backyard, also Bekämpfung des Klimawandels, ja, aber bitte nicht hier bei uns, sondern mal woanders. Ja? Und das klassische Argument, was man immer wieder hört aus konservativen Kreisen, ist, naja, Deutschland ist ja nur für 2% der Klimaemissionen überhaupt verantwortlich. Aber Deutschland hat übrigens nur 1% der Weltbevölkerung. Deswegen ist 2% schon 1% zu viel. Und wenn man das historisch betrachtet, ist es natürlich noch mehr. Dann dieses Argument, naja, wenn nur große Länder wie China, wenn man die Pro-Kopf-Emissionen betrachtet, ist es natürlich noch viel mehr im Vergleich zu China, was wir hier ausstoßen oder besonders im Vergleich zu anderen Ländern wie Indien. Und wenn nur noch große Länder Maßnahmen umsetzen müssten, was würde das denn dann für Deutschland als größtes Land der Europäischen Union bedeuten? Ja, deswegen ist es natürlich wichtig, dass gerade wir als Industrieland da vorangehen. Von daher, Klimaschutz muss überall gemacht werden und nicht immer woanders, sondern auch bei uns.
Das zweite Narrativ, was wir sehr gut kennen als Klimaverzögerungsdiskurs, ist das der Technologieoffenheit, ist ja auch gerade schon angesprochen worden. Das gute Beispiel ist eben das Thema Verbrenner. Ja, also Lindner hat praktisch dafür gesorgt, dass ein schon beschlossener EU-Beschluss nochmal aufgemacht wurde mit sehr fragwürdigen auch Konsequenzen für das Europarecht. Nur um die Verbrenner nochmal da irgendwo in einem Erwägungsgrund unterzubringen, während eigentlich die Welt ja schon viel weiter ist. Ja, also China hat schon viel, viel strengere Vorgaben, sowohl für Verbrenner als auch für die Quote von Elektroautos, die auf den Markt gebracht werden muss durch die Hersteller. Das nutzt auch unserer Industrie eigentlich überhaupt nicht mehr. Ja, und in den USA haben Tesla ja als größten Elektroautohersteller, unsere Industrie hinkt eigentlich jetzt schon hinterher. Also das wäre das zweite Narrativ, Technologieoffenheit. Ja, aber wofür denn eigentlich genau und was sind denn eigentlich sinnvolle Technologien? Und wir haben nicht so viele Ressourcen. Wir müssen diese Ressourcen da konzentrieren, wo sie wirklich sinnvoll sind. Drittes Narrativ, und das ist in Deutschland besonders krass. Das heißt, nur individuelle Maßnahmen anstatt staatlicher Koordinierung. Ja, also man wälzt praktisch den Klimaschutz auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger ab, die aber in einem System drin sind. Und diese systemischen Veränderungen, die müssen natürlich auch durch eine staatliche Koordinierung gemacht werden. Und da ist das klare Beispiel, das Heizungsgesetz in Deutschland, ja, die Kampagne gegen Wärmepumpen, die daraufhin gestartet wurde, obwohl jeder Experte weiß, dass Wärmepumpe im Endeffekt langfristig die kostengünstigste Möglichkeit sind und dass wir die Emissionen aus dem Gebäudesektor sehr dringend senken müssen. Und da hat es eine solche Desinformationskampagne gegeben. Die Maßnahmen wurden viel radikaler dargestellt, als sie eigentlich sind, ja. Die Maßnahme sah ja eigentlich nur vor, dass überhaupt nicht mehr reparierbare Heizsysteme eben durch energieeffizientere Systeme wie Wärmepumpen, aber auch andere ausgetauscht werden müssen. Und was daraus in dieser Desinformationskampagne gemacht wurde, war praktisch, ab nächstem Jahr dürfen Menschen nicht mehr heizen, müssen sofort eine Wärmepumpe einbauen und Wärmepumpen sind unfassbar teuer, was alles in dieser Form nicht stimmte. Und ich glaube, da hat sich wirklich in Deutschland so ein bisschen die Stimmung gedreht. Das hat angefangen mit der Springerpresse. Es gab, ich weiß nicht, viele Seiten der Bild, wo irgendwelche reißerischen Titel und falschen Informationen gebracht wurden. Das endete mit dem Spiegeltitelbild, an das sich vielleicht einige noch erinnern, so wo man Robert Habeck, den Bundeswirtschafts- und Klimaminister, im Blaumann saß, wie er im Heizungskeller sich an der Gastherme zu schaffen macht. Und das füttert dieses globale, das füttert einfach dieses Narrativ, es würden alle Heizungen ausgebaut und man würde so massiv in das Leben von Menschen eingreifen, in ihre Rechte wegnehmen und Menschen müssten das selber finanzieren. Die Welt hat dann geschrieben, die Wärmepumpe würde die bürgerliche Kultur zerstören, was natürlich auch vollkommener Blödsinn ist, ja. Das führt dann so ein bisschen ins nächste Narrativ rein. Das sagt, die sozialen Auswirkungen sind zu groß. Das sagen natürlich immer nur diejenigen, die keine staatliche Koordinierung wollen. Denn wenn man dafür sorgt, dass Vermieter zum Beispiel von großen Einheiten Wärmepumpen einbauen, dann reduziert man ja eigentlich die Kosten für Mieterinnen und Mieter, ja. Das heißt, die sozialen Auswirkungen kann man abfedern, wenn man das Steuersystem entsprechend umstellt und wenn man eine staatliche Koordinierung hat. Aber genau die Akteure, wie bei uns die FDP oder die CDU, die das nicht wollen, dass wir unser Steuersystem konsequenter ausrichten, dass wir gute staatliche Maßnahmen haben, die sagen dann, Klimaschutz ist zu teuer für die kleinen Leute. So, ich sollte jetzt eigentlich noch ein bisschen zusammenfassen, was wir letztes Mal gesagt haben, aber ich glaube, meine Zeit wird ein bisschen knapp. Eine Minute hast du noch. Ja, eine Minute ist sehr knapp, dann würde ich nämlich gerne noch auf einen ganz anderen Punkt eingehen. Und das ist der Hass im Netz. Ein Teil der Strategie der globalen Anti-Klimaschutzaktivisten, also Rechtsextreme, einige Konservative, aber auch Querdenker, Reichsbürger und so weiter, die alle auf ihren Seiten im Netz die Desinformation verbreiten, die verbreiten auch sehr viel Hass gegen Klimaaktivisten. Ja, da geht es um PolitikerInnen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Da geht es um AktivistInnen, aber auch zum Beispiel Meteorologen, WissenschaftlerInnen werden massiv angegriffen. Auch bei uns in Deutschland sind massiven Bedrohungen ausgesetzt.
weil Diffamierung, Einschüchterungsversuche, physische Gewalt, Gewalt gegen Klimademonstrantinnen, ja, wenn man an die Klimakleber denkt, wie die zum Teil angegriffen werden von Autofahrerinnen, Diffamierungen zum Beispiel gegen Luisa Neubauer, die Steine gegen Katharina Schulze in ihrem Wahlkampf, das ist eine sehr gezielte Einschüchterung, die im Netz angestoßen wird, um die Klimabewegung und alle, die dafür stehen, verstummen zu lassen. Das ist extrem gefährlich, weil dieser Hass sich im Netz unfassbar schnell verbreitet, getragen von den Algorithmen, die Hass viel schneller verbreiten als andere Nachrichten. Und wir wissen aus einer Reihe von Forschungen mittlerweile relativ gesichert, dass dieser starke Hass, diese Aggressivität im Netz dazu führt, dass dann auch Übergriffe in der realen Welt stattfinden. Und das können wir jetzt schon beobachten. Und das ist eben nicht nur ein Angriff auf den Klimaschutz, sondern auch auf das demokratische System und die Stimme aller als solcher. Dankeschön. Danke, liebe Alexandra. Und jetzt gehen wir von Dubai über Straßburg und Brüssel direkt nach Bayern zu Katharina Schulze. Katharina ist das Gesicht der Bayerischen Grünen und seit 2017 deren Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag. Katharina vermittelt als grüne Oppositionsführerin, dass Freiheitsliebe und Verantwortungsbewusstsein wunderbar zusammenpassen. Du kriegst die Welt nicht besser gemacht, du musst sie besser machen, sagt sie. Das ist ihr politischer Kompass, mit dem sie Menschen in ganz Bayern für die Politik begeistert. Dort gab es ja vor 2 Monaten ungefähr Landtagswahlen. Und Katharina, berichte uns doch mal davon, wie das da lief, auch in puncto Klimadesinformation. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich grüße, sag mal Servus in die Runde. Schön, dass ich mit dabei sein kann und danke auch an die beiden anderen Inputgeberinnen. Da kann ich nämlich sehr gut mit einem Blick aus der Praxis gut anschließen. Werden nicht alle den bayerischen Landtagswahlkampf intensiv mitverfolgt haben, deswegen zum Anfang kurz ein bisschen die Rahmendaten. Wir bayerische Grüne sind in diesen Wahlkampf gegangen mit 3 großen Hauptthemen, 2 davon im Bereich Klima- und Umweltschutz. Wir haben uns zum einen für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien eingesetzt, hatten schöne Plakate mit wild billigem Strom und einem Windrad. Wir haben uns für konsequenten Klimaschutz im Wahlkampf stark gemacht mit unserem Hauptslogan Wählt Klima statt Krise. Und wir haben uns für die Jüngsten in der Gesellschaft eingesetzt, Ausbau der Kita-Betreuung, bessere Bildungspolitik. Das waren sozusagen die 3 Hauptthemen, mit denen wir in diesen Wahlkampf gezogen sind. Und dann, wie ging es dann am Ende aus? Ich spoiler jetzt mal vorneweg. Wir Grüne haben 14,4% geholt. Die AfD hat uns sogar überholt mit 14,6. Die Freien Wähler liegen bei 15,8. Die CSU bei 37% und die SPD hatte 8,4%. Und eigentlich ist dieses Ergebnis der Landtagswahl, hat gut die Stimmung im Land und auch an den Infoständen und bei unseren Veranstaltungen dargestellt, denn Alexandra hatte es schon genannt, das Thema Umwelt- und Klimaschutz war in aller Munde, aber leider nicht so, wie ich mir das jetzt gewünscht hätte, dass wir um die besten Lösungen ringen, um Klimaschutz voranzubekommen und unseren Planeten zu schützen und uns Menschen darauf, sondern es wurde sehr stark darüber diskutiert, dass beispielsweise das Heizungsgesetz alle ruiniert, dass es zu teuer ist, dass man angeblich nicht mehr heizen darf. Also das, was Alexandra aufgegriffen hat mit dieser gezielten Desinformation einer Klimaschutzmaßnahme und einer sozialpolitisch sinnvollen Maßnahme, denn wenn wir unsere Heizungen umstellen von den fossilen Energieträgern auf die erneuerbaren, ist das ja auch eine finanzielle Entlastung für Bürgerinnen und Bürger in der Zukunft. Denn durch die CO2-Bepreisung wird Öl und Gas teurer. Und damit man buchstäblich die Kostenfalle nicht im Keller sitzen hat, ist ein Heizungstausch, wenn deine alte Heizung kaputt ist, mehr als sinnvoll. Aber die Desinformationskampagnen, geschürt aus verschiedenen Richtungen, haben dazu geführt, dass man erst gar nicht richtig darüber diskutieren konnte, weil man erst 1 Million andere Vorurteile und Falschinformationen ausräumen musste. Und da war es natürlich sehr problematisch, dass der Kandidat, der auch Ministerpräsident ist, also Markus Söder, selber in seiner Rede zum Beispiel mal vor einem 300.000 Euro Heizhammer gewarnt hat,
indem er einfach eine falsche Zahl in den Raum gestellt hat und gemeint hat, die Heizpläne der Ampel würden Häuslebauer bis zu 300.000 Euro kosten, was er auch den ganzen Wahlkampf nicht belegen konnte, woher er diese Zahl hatte. Die hat aber natürlich Angst geschürt, weil da für Menschen, die deren Heizung gegebenenfalls bald ausgetauscht werden muss und die sich dann sozusagen Sorgen gemacht haben. Das heißt, wir haben in diesem bayerischen Landtagswahlkampf uns als Grüne sehr in der Ecke, also wir wurden von den anderen in die Ecke gestellt mit den alten Gassenhauern, angeblich Ideologie- und Verbotspartei, ein massives Ampelbashing, also Bashing an der Bundesregierung und eben auch das Thema Verbote mit dem Heizungsgesetz und diesen falschen Desinformationen. Das war natürlich für uns als Partei und natürlich auch für unsere Mitglieder deswegen ein sehr harter und ein sehr intensiver Wahlkampf, denn diese Falschinformationen, diese Desinformationskampagnen, die finden ja nicht nur in der digitalen Welt statt. Also es war in diesem Wahlkampf nicht nur so, dass Hass und Hetze online auf meinen Social-Media-Accounts in meinem Postfach explodierte, von einer Beleidigung über einer Bedrohung bis sonst noch wohin, sondern dass diese Hass und Hetze und dass die Lügen und auch die Desinformation aus der digitalen Welt auch zu Handlungen in der realen Welt geführt haben. Es gab persönliche Beleidigungen und Angriffe auf grüne Mitglieder, die beispielsweise Plakate geklebt haben, die Infostände gemacht haben, die bei Veranstaltungen waren. Wir hatten traurige Höhepunkte, dass wir ein Bierzelt hatten in Kieming, wo vor dem Bierzelt Tomaten, Eier und Steine verkauft wurden. Und alles gipfelte dann in einem Steinwurf auf die Bühne, auf der wir standen in Neu-Ulm, wo zum Glück die Polizei sehr gut reagiert hat und den Stein geworfen hat, auch festgenommen hat. Gegen den wird jetzt ermittelt. Und dieser Herr ist wohl in der Reichsbürgerszene und ebenfalls auch unterwegs. Also wir sehen, dass das, was im Netz tausend Millionenfach geteilt und vorangetrieben wird, im realen Leben Auswirkungen hat auf Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Und wir sehen auch, und das ist mein Learning aus diesem Landtagswahlkampf, dass es natürlich immer noch schwieriger und gefährlicher wird, wenn andere demokratische Parteien, mit denen wir ja gerne in einen Wettstreit um die besten Ideen gehen, sich ebenfalls an diesen Desinformationskampagnen beteiligen. Weil dann verschiebt das die Wahrheit. Und dann haben wir ein Problem, wenn Fakten nicht mehr als Fakten angenommen werden, wenn jeder seine eigenen Fakten haben kann, dann verlieren wir nicht nur für den Klimaschutz oder für einen besseren Umweltschutz, sondern dann verlieren wir für unser demokratisches Gemeinwesen und für unsere Demokratie die Grundlage von einem Diskurs im demokratischen System. Nämlich, dass wir anhand von Inhalten, von Wahrheiten und von Fakten diskutieren. Und aus meiner Wahrnehmung, so habe ich diesen Wahlkampf empfunden, ist dort in diesem bayerischen Landtagswahlkampf sehr vieles verrutscht. Anstand, Respekt, Diskussion anhand von Fakten, inklusive dieser Desinformationskampagnen aus den verschiedensten Richtungen, haben zu einem Rechtsrutsch am Ende dann auch im Wahlergebnis geführt. Und das hat dann nicht nur die in Teilen rechtsextreme AfD beflügelt für ihr bestes Ergebnis in Bayern, sondern es hat im Gesamten unserer Demokratie und damit auch dem Klimaschutz Schaden zugefügt. So viel vielleicht ein kurzer Praxisbericht aus Bayern und ich bin jetzt auf die Fragen gespannt. Super, danke, liebe Katharina, und auch danke an euch alle für diese spannenden Einblicke. Ich finde es traurig, wie sehr man sich an dieser Klimadesinformation abarbeiten muss. Jetzt haben wir hier schon einige Fragen und auch Kommentare in unserem Q&A-Tool gesammelt. Vielleicht fasse ich das mal ein bisschen zusammen für euch und ihr könnt gerne darauf reagieren. Sprecht einfach rein. Und zwar die erste Frage von Tiffany Chen. Da geht es um die Klimagesetzgebung in Deutschland und ob das Politikerinnen und Politikern in irgendeiner Form eine Handhabe gibt, um gegen Klimaskeptizismus und Klimadesinfo vorzugehen. Da bezieht sie sich auch auf das Heizungsgesetz.
Möchte da jemand direkt darauf antworten? Ja. Ich würde vielleicht mal starten. Das Schöne an der Demokratie ist ja, dass die Mehrheit im Parlament Realitäten verändern kann. Und das ist ja auch die Aufgabe von Politik, Herausforderungen anzugehen und auch zu zeigen, wie man das lösen kann. Problematisch wird es dann halt, wenn ich jetzt auf Bayern blicke, wenn man eine Regierung hat, die daran gar kein Interesse hat. Nur mal als Info an euch, der Freistaat Bayern hat die Regierung aus CSU und Freie Wähler hat in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass Bayern klimaneutral 2040 werden soll. 5 Jahre vor, Alexandra lacht schon, vor dem Beschluss, wie die Bundesrepublik Deutschland klimaneutral werden möchte. Und ja, das ist toll, Papier ist geduldig, ich kann da alles reinschreiben, ich kann auch jetzt auf Papier schreiben, dass ich ab morgen jeden Tag joggen gehe, weil ich weiß, dass es rational total gut ist, sich mehr zu bewegen. Wenn ich es nicht tue, wenn ich nicht irgendwie regelmäßig meine Laufschuhe anziehe und losrenne, wenn ich nicht trainiere, dann werde ich nie irgendwie über 5 Kilometer am Stück ohne zusammenzubrechen rennen können. Und das ist halt eben, finde ich, das Problem, dass Ziele alleine nichts reichen, nicht helfen, wenn du keine verbindlichen Gesetze ebenfalls machst oder verbindliche Reduktionspläne, Monitoring, Sektorziele aufstellst, wie du dein ambitioniertes Klimaziel hier im Freistaat Bayern, klimaneutral 2040, auch erreichen möchtest. Alexandra, du willst noch was hinzufügen? Ja, gerne. Die Frage war ja so ein bisschen, wie kann man es gesetzlich machen gegen Klimadesinformation? Ne? Ich glaube, das Erste, was Politik machen kann, ist eben diese Klimadesinformation nicht weitertragen und nicht verbreiten, weil wir wissen, es sind die reichweitenstarken Accounts, es sind die Politiker-Accounts, die sowas salonfähig machen. Ja, wenn Söder, also Katharina, du hast das ja gerade schon gesagt, diese Zahl von den 300.000 Euro, ja, wenn das einmal von jemandem wie Söder, der im Mittelpunkt auch der Politik steht, so aufgegriffen wird, dann wird es praktisch legitimiert und dann erreicht es sehr viele Menschen. Also das Erste, was Politik machen kann, ist auf solche Sachen nicht anzuspringen, sie nicht zu verbreiten, sondern wissenschaftlich korrekte Aussagen zu machen. Gesetzlich ist es auf deutscher Ebene nicht so einfach, dagegen vorzugehen. Wir wollen ja eigentlich nicht so direkt ein Gesetz, was irgendwie zwischen Lüge und Wahrheit unterscheidet, weil da oft die Grenzen sehr fließend sind und es sehr große Grauzonen gibt. Was wir aber haben, ist das digitale Dienstegesetz, weil einer der Gründe, dass sich Klimadesinformation im Moment so wahnsinnig gut verbreitet, ist, dass sie halt im Internet so irrsinnig erfolgreich ist. Ja, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge, wenn ich mich recht erinnere, erklärt. Wir haben Algorithmen im Internet, die dafür sorgen, dass eigentlich Lügen und Desinformation, also alles, was bei Menschen Angst und Wut auslöst, viel, viel mehr Menschen gezeigt wird als wissenschaftliche Fakten. Ja, das heißt, wissenschaftliche Fakten zum Klimaschutz muss man sehr gezielt an Menschen ausspielen, sehr gezielt im Internet bewerben, während Lügen gerade eben Dinge, die Menschen Angst machen, wie die Wärmepumpe kostet 300.000 Euro und ab nächstes Jahr darfst du nicht mehr ohne heizen. Das erschreckt Menschen, da wird draufgeklickt, das wird verbreitet und dann lernt der Algorithmus, oh ja, das sind super Sachen, die müssen wir ganz vielen Leuten zeigen, Leute finden das toll. Und diesen Mechanismus, dieser Algorithmus, der halt Desinformation und Lügen viel höher bewertet und viel mehr Menschen zeigt als die dazugehörigen Fakten, den kann man jetzt eigentlich ändern. Dafür haben wir auf europäischer Ebene ein Gesetz gemacht, was sich Digitale Dienstegesetz nennt. Und da gibt es eben Möglichkeiten, die nicht ganz einfach sind. Das ist relativ komplex. Aber man kann jetzt, wenn man den politischen Willen hat, dann kann die Europäische Kommission jetzt den großen Internetkonzernen sagen, diese Algorithmen gehen überhaupt nicht mehr. Wir wollen sehen, wie das funktioniert. Und das muss geändert werden, damit alle Meinungen die gleiche Sichtbarkeit im Internet haben. Und das würde das jetzt so durchzusetzen, würde uns einfach enorm helfen, auch gegen Klimadesinformation. Weil da im Moment einfach irrsinnig viel Geld mit verdient wird. Das hat nicht immer nur politische Interessen, sondern auch allein das, dadurch, dass man diese Desinformation auf seinen Websites hat, verdient man ganz viel Geld mit Werbung damit. Das sind Geldmaschinen im Prinzip, auch Desinformation. Und das ist ein Problem, was man lösen könnte. Das geht vielleicht auch direkt so ein bisschen auf eine der Fragen ein. Und zwar fragt hier Michaela Reitinger, die Frage ist vielleicht naiv, aber was ist das konkrete Interesse bzw. der Benefit zum Beispiel der Springerpresse oder auch des Spiegels, sich an solchen Desinformationskampagnen zu beteiligen? Ist das eine Geldfrage, weil man dann einfach mehr Reichweite bekommt, mehr Werbung verbreiten kann damit? Oder wieso machen so große Medien damit? Ihr nickt beide in Zustimmung.
Soll ich nochmal? Also es ist eine Geldfrage. Ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen Springer und Spiegel. Springer hat Anteilseigner, also Private Equity und Hedgefonds, also Investmentfonds einfach zu sagen, die sehr stark in fossile Energien investieren. Das heißt, die Eigentümer des Springer Verlags haben Interesse daran, Information bzw. Desinformation zu verbreiten, die gut ist für fossile Energien und schlecht Energien für schlecht und schlecht für Erneuerbare. Für alle Medien gilt aber, dass sie sich mittlerweile zu größeren Teilen auch darüber finanzieren, wie viele Klicks ihre Artikel im Internet bekommen. Ja? Das gilt für Springer genauso wie für den Spiegel. Dem Spiegel würde ich da keine politischen Interessen in Richtung fossile Energien unterstellen, definitiv nicht. Da gibt es ja auch super gute Kolumnen, die ganz in eine ganz andere Richtung gehen. Aber auch der Spiegel ist darauf angewiesen, Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken zu haben. Und diese Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken, darüber entscheiden eben genau die Algorithmen, die ich vorhin dargestellt habe. Ja, und wenn dann Facebook oder Insta oder Twitter oder so eben solchen Sachen mehr Sichtbarkeit gibt, dann hat das auch ganz starke Auswirkungen auf die Einnahmen dieser Verlage. Das ist halt heute das Problem, dass die Finanzierung der Presse überhaupt nicht mehr unabhängig ist, sondern eigentlich von Google und Meta kontrolliert wird, weil an die ganzen Werbeeinnahmen steuern und entscheiden, wer das Geld bekommt im Prinzip. Danke. Ich würde hier mal weitergehen, weil wir haben jetzt hier einige Fragen und Statements, die schon weiter aufkommen. Die nächste Frage von Annika geht ein bisschen in die Richtung Kulturkampf. Inwiefern vermischen sich Feindschaften gegen Klimaschutz und der Einsatz für ein kulturell offenes Deutschland, zum Beispiel humanitäre Fluchtpolitik? Wie seht ihr das? Wie kommt das da zu dieser Vermischung und warum ist das eigentlich so? Willst du vielleicht anfangen, Katharina? Ja, da gibt es ja auch schon viel wissenschaftliche Erkenntnis und auch unzählige Studien und auch die Nachwahlbefragungen nach Wahlen zeigen ja deutlich, dass eine bestimmte Partei besonders viele davon abholt, die genau diese Veränderungen nicht, aus welchem Grund auch immer, nicht haben wollen. Und natürlich, wenn man Klimaschutz betreibt, bedeutet es verändern, um zu bewahren. Damit wir weiter gut leben können, müssen wir gewisse Dinge anders machen. Das andere ist, wenn sich die Gesellschaft weiterentwickelt, gibt es dadurch Veränderungen. Das ganze Leben ist Veränderungen im Privaten, aber auch natürlich gesamtgesellschaftspolitisch. Aber zum Beispiel die AfD hat ja ihr Geschäftsmodell daran gefunden, immer genau sozusagen das Gegenteil davon zu machen, was irgendwie sozusagen diskutiert wird und damit irgendwie abzusaugen, möglichst viele Wählerinnen und Wähler. Und deswegen sieht man ja, dass da auch oft gesprungen wird. Die dann irgendwie gegen Geflüchtete sind, Schrägstrich waren, sind dann auch gegen mehr Klimaschutz und gegen irgendwie die Selbstbestimmung von Frauen. Und dann wird das alles miteinander vermischt. Und dann wird das alles in diesem Woken-Kulturkampfbegriff noch übergestülpt. Und was mich da persönlich am meisten umtreibt und wo ich auch ehrlich gesagt manchmal noch ein bisschen mit Fragezeichen da sitze, ist, dass wir diese Mechanismen ja aus anderen Ländern kennen. Wir müssen nur in andere Länder schauen, sei es in die USA oder in andere europäische Länder, und wir wissen, wie das Playbook des Rechtspopulismus funktioniert. Es wird die freie Presse delegitimiert, Stichwort Lügenpresse. Es werden Institutionen verächtlich gemacht oder als nicht wichtig erachtet, wie das gäbe gar keine Demokratie und die da oben in den Parlamenten labern nur. Es werden Institutionen verächtlich gemacht oder angegriffen, Polizistinnen und Polizisten. Es werden Desinformationen verbreitet. Es wird ein Hass gesät, wir das Volk gegen die da oben. Und das kennen wir aus anderen Ländern. Und das findet auch hier in Deutschland statt. Und deswegen finde ich es ja doppelt und dreifach gefährlich, wenn dann demokratische Mitbewerber ebenfalls auf diesen Zug komplett oder nur ein bisschen oder so halbert oder so auch so ein bisschen da mitsurfen und mitmachen, weil das natürlich unsere Demokratie aushöhlt, wenn so jemand wie ein Ministerpräsident von Bayern über falsche Tatsachen beim Thema Heizungsgesetz formuliert. Wie will man da dann noch Vorbild sozusagen sein als politische Kraft, um, wie Alexandra gesagt hat, wahrheitsgemäß und faktenbasiert Politik zu machen? Und wenn das weiter vermischt, das ist eine ganz große Gefahr. Und da nehme ich, und so machen wir das jetzt im Bayerischen Landtag, auch alle anderen demokratischen Parteien mit in die Pflicht, weil das werden weder wir Bündnis 90 die Grünen
noch die Klima- oder die Umweltbewegung alleine in den Griff bekommen. Es braucht einen Schulterschluss und einen Zusammenschluss von demokratischen Kräften, von Konservativen, von Liberalen, von Progressiven, die erkennen, dass unsere Demokratie gerade massiv gefährdet ist. Und wenn wir da nicht zusammenhalten, auch wenn wir vielleicht inhaltlich bei manch einem Thema auseinanderlaufen, dann haben wir ein viel, viel größeres Problem. Und da sehe ich Stand heute noch nicht so viel Bewegung, aber ich glaube, wir brauchen sie dringend. Ich glaube, die 1-Million-Euro-Frage läuft darauf hinaus, wie kann denn gute Kommunikation zum Thema Klimawandel aussehen? Weil viel Klimadesinformation und Desinformation zum Beispiel gegen das Heizungsgesetz hat dazu geführt, und das fragt Sibylle Braungart, dass zum Beispiel einige EU-Richtlinien nicht mehr richtig umgesetzt werden. Und sie bezieht sich auf Neubaustandards für Gebäude aus der EU-Gebäuderichtlinie. Habt ihr dazu Gedanken, wie man mit solchen Narrativen gegen den Klimaschutz, für Klimaschutz wieder ernsthafter umgehen kann? Und wir haben auch noch eine andere Frage, die sich auf Frankreich bezieht. Und zwar, da gibt es anscheinend ein neues Gesetz zu Fossil Energy Werbung, die da verboten werden soll. Ist sowas Ähnliches vielleicht auch in Deutschland geplant? Wisst ihr dazu was? Also zu der Frage mit dem Werbungsverbot weiß ich nichts, nehme ich gerne mal mit und erkundige mich. Ja, ich weiß das, wenn ich da, ich weiß das auch nicht, aber Frankreich hat halt eine sehr starke Atomindustrie und deswegen haben die nicht so ein Problem mit fossilen Energien. Das muss man dabei halt auch bedenken und die pushen halt im Moment nicht nur Erneuerbare relativ stark, sondern auch ihre eigene Atomenergie sehr, sehr stark als Alternative zu den fossilen. Deswegen wäre ich da bei Frankreich so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, zum Thema Kommunikation, jetzt spezifisch zum Heizungsgesetz, das Problem beim Heizungsgesetz war ja, dass im Prinzip so ein Referentenentwurf geleakt wurde, bevor die gesamte soziale Abfederung und der gesamte finanzielle Teil stand. Also ich glaube, was man hätte machen tun sollen und was wahrscheinlich auch so geplant war, war, dass man sehr klar sagt, wie das finanziert werden soll und wie der Staat Menschen unterstützt, die sich eben keine Modernisierung ihres Gebäudes und keine Wärmepumpe leisten können, also wie die ganze finanzielle und soziale Abfederung und Ausgleichung aussieht. Das muss man Menschen sagen, wenn man mit der Maßnahme kommt oder vorher und nicht nachher und nicht mehrere Wochen nachher. Ja. Das war einfach das Problem dabei. Ich glaube, man darf eben nicht dafür sorgen, dass Menschen erstmal verunsichert sind und dann nachlegen, sondern man muss sofort, wenn man eine Maßnahme vorstellt, auch sehr klar sagen, wie das finanziert wird und dass keiner, der sich das nicht leisten kann, auf diesen Kosten sitzen bleibt. Und dann hätte man auch noch mal viel stärker betonen können, was das eigentlich für Mieterinnen und Mieter bedeutet. Ja, in Deutschland leben ja, in Bayern vielleicht ein paar weniger, aber in Deutschland bundesweit leben 50% der Menschen zur Miete und gerade ärmere Menschen leben zur Miete. Und das hätte man einfach viel stärker herausstellen können, wie man eigentlich da Menschen mit niedrigeren Einkommen unter die Arme greift und sie schützt vor explodierenden Energiekosten. Mit der Gebäuderichtlinie, das ist richtig. Die hätten wir uns am Anfang schärfer gewünscht. Und ich glaube, da gab es so eine gewisse Angst nach dem, was in Deutschland mit dem Heizungsgesetz passiert ist, das nochmal auf europäischer Ebene so durchzusetzen. Es ist aber trotzdem eine ganz gute Richtlinie geworden. Das kann man alles tun und das muss man alles tun, auch positive Kommunikation. Es ändert aber nichts daran, dass wir die Mechanismen, nach denen Kommunikation heute weltweit passiert, ändern müssen. Und das sind eben genau diese Algorithmen, die dazu führen, dass Desinformation 10-mal mehr gesehen wird als Information. Ja? Solange wir das nicht in den Griff bekommen, und das bedeutet Internetregulierung, das bedeutet eine gesetzliche Grundlage, die wir schon haben, die wir jetzt aber durchsetzen müssen. Das muss man ändern, damit Information, auch gute Klimainformation, es gibt ja sehr viele gute Klimaerzählungen, die wissenschaftlich korrekt sind und die Menschen auch mitnehmen, damit das auch wirklich Sichtbarkeit hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, aber auch, dass wir wissen, es gibt dieses Gesetz und man kann damit jetzt was dagegen tun, dass Klimadesinformation so eine wahnsinnige Sichtbarkeit hat. Danke dafür. Dann haben wir hier noch eine Frage zu den kommenden EU-Wahlen jetzt im Juni. Und zwar fragt Germanwatch e.V.,
ob es damit vielleicht eine Kräfteverschiebung im EP zu Ungunsten von Klimaschutz geben könnte, zum Beispiel durch die Stärkung des rechten Spektrums oder die Repositionierung der EVP vom European Green Deal weg. Kannst du dazu vielleicht gleich noch was ergänzen, Alexandra? Ja, das ist eine sehr konkrete Gefahr. Wir erwarten eine Stärkung beider rechtsextremer Fraktionen, die wir hier im Haus haben. Und die EVP, also die Europäischen Christdemokraten, haben sich ja eigentlich schon vom Green Deal verabschiedet, ja, haben auch vor 2 Wochen die Pestizidrichtlinie praktisch verhindert. Also es ist vollkommen irrelevant jetzt, was da drin steht und so. Das ist schon so und es geht auch sehr eindeutig in die Richtung, wobei die Christdemokraten da noch gespalten sind. Also Ursula von der Leyen hat ja den Green Deal als ihr Projekt auch vorangetrieben und braucht da auch mehr Unterstützung für. Aber diese Stärkung des rechten Spektrums, die erwarten wir leider auch auf europäischer Ebene und Desinformation sowohl im Klimabereich, aber auch gerade im Migrationsbereich und auch so im Bereich offene Gesellschaft, LGBTIQ, Antifeminismus gehört absolut mit dazu. Und deswegen unterstütze ich sehr, was Katharina vorhin gesagt hat. Wir brauchen da sehr breite Bündnisse. Ja, das kann nicht nur, das können nicht die Grünen retten und das können auch nicht nur demokratischen Parteien retten. Die müssen wir aber auch damit an Bord nehmen. Aber gerade auch die Zivilgesellschaft muss sich da selbst auch organisieren und da sehr deutlich verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren, wie es zu dieser Verbreitung von Desinformation kommt, auch mit Journalistinnen und Journalisten darüber sprechen, sich unter den Verbänden organisieren, um da auch sehr, sehr klar gegenzuhalten, ja, für Fakten, für Demokratie und eben auch für Klimaschutz. Mit German Watch sind wir da übrigens auch schon im Gespräch. Ich weiß nicht, wer gerade für German Watch schreibt, aber das ist einfach eine super wichtige Aufgabe auch der organisierten Zivilgesellschaft, diese Mechanismen zu verstehen und da auch breit drüber zu sprechen und es offen zu legen, damit Menschen das verstehen können. Und wenn ich da noch eins dranhängen kann und natürlich dann auch ein bisschen gegenhalten. Weil wenn wir jetzt mal auch angucken, die kein Interesse an Veränderungen und an Fortschritt und an Zukunft haben, sind halt auch sehr, sehr gut dabei, weiß ich nicht, whatever von der AfD kommt, zu teilen, zu sharen und zu spreaden etc. Und ich glaube, da ist es halt, hilft halt auch eine Solidarität untereinander. Sehr. Und ich meine, jeder, der oder die schon mal im Shitstorm stand, weiß ganz genau, wenn man das einmal erlebt hat, muss man schon eine dicke Haut haben, um sich nochmal politisch oder inhaltlich irgendwie rauszutrauen. Und das passiert ja nicht nur Politikerinnen und Politikern, das passiert Aktivistinnen und Aktivisten, das passiert der Ehrenamtliche im Feuerwehrverein, beim Handballverband, whatever. Wenn die da mal auf die in so einen Shitstorm geraten, braucht es eine Solidarität untereinander, gut ausgestattete Sicherheitsbehörden, um dem auch insgesamt nachzugehen, aber vor allem auch eine Solidarität. Und ich kann manchmal den Wunsch verstehen, dass sich manch einer denkt, mein Gott, das Internet ist so crazy und bis die Alexandra alles da gut geregelt hat, ziehe ich mich da lieber raus, weil das ist da irgendwie nur irre. Aber dadurch überlassen wir halt anderen Leuten oder anderen Gruppierungen auch massiv das Feld. Und wenn ich da also noch einen Wunsch haben kann, ist dann beispielsweise vor Wahlen, dass dann natürlich auch irgendwie selber geguckt wird, wie kann man als zivilgesellschaftliche Gruppe oder Organisation die Themen, die einem wichtig sind, mit nach vorne stellen. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Appell, der auch gut den Schluss unserer Online-Veranstaltung hier einleitet. Ich danke euch vielmals, dass ihr mit dabei wart und ich danke auch allen Teilnehmenden für die zahlreichen Fragen. Wir haben es nicht geschafft, alle zu beantworten, aber wir haben noch eine Session und zwar am 22. Januar. Dann geht es weiter und dann können wir auch darüber sprechen, was wir eigentlich als Bürgerinnen und Bürger und was wir als Gesellschaft gegen Klimadesinformation tun können. Deswegen seid wieder mit dabei. Die nächste Session wird moderiert von meiner Kollegin Veran Meyer. Und ja, ich bedanke mich bei all unseren Gästen, unseren Zuschauern. Ein ganz großes Dankeschön geht auch an meine Kolleginnen Anja und Joan hier aus dem Brüsseler Team, unseren tollen Technik-Support und die Dolmetscherin natürlich. Und jetzt wünsche ich allen noch einen wunderschönen Nachmittag und ich freue mich, wenn ich euch im Januar wiedersehen darf. Macht's gut!